Hallo, das ist unser neues HFS-System. Da es sehr aufwendig ist, wird es dazu mehrere Videos geben. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Bedienstand, einmal die Funktion der Knöpfe und den Computer. Wir fangen hier oben mit den drei Schaltern an. Der ganz linke ist fürs Blaulicht. Der zweite, das ist die Umfeldbeleuchtung. Und der dritte Schalter ist die Innenraumbeleuchtung. Dann haben wir hier links einmal den Notaus. Da ist halt auch immer darauf zu achten, dass der entriegelt ist. Dann habe ich hier einmal den Computer. Dann hier einmal einen Knopf, um die Hupe auszuschalten. Also soll es zu gewissen Störungen kommen, die mir im Display angezeigt werden. Ja, dann gibt er ein Signal. Das Signal kann ich hierüber ausschalten. Dann habe ich hier unten einmal den Hauptschalter. Wichtig beim Hauptschalter ist, dass wenn ich den einschalte, einmal ganz nach rechts bis auf das S, warte, bis der einmal piept und dann kann ich den loslassen. Sollte ich das nicht machen, geht der halt sofort wieder aus. Also nach rechts, so lange warten, bis der einmal piept und dann kann ich den Hauptschalter loslassen. Dann kann ich jetzt hier über den grün blinkenden Knopf den Motor starten und hier unten kann ich halt einmal die Leistung erhöhen oder verringern. Ja, nachdem ich den Hauptschalter betätigt habe, habe ich jetzt halt hier so eine Menüübersicht. Computer ist relativ einfach gehalten. Also ich habe hier verschiedene Symbole und wenn ich halt jetzt hier, hier ist der Motor angezeigt, drücke ich jetzt auf F1, komme ich halt in das Motormenü oder ins Motoruntermenü. Da wird mir alles gezeigt, was wichtig für den Motor ist. Wenn ich wieder zurückgehen will, Pfeiltaste hier zurück, dann bin ich wieder halt in der Menüübersicht. Und das ist halt immer dasselbe Prinzip. Ich drücke jetzt hier hin, Hydraulikpumpe, wird mir alles angezeigt, was für die Hydraulikpumpe wichtig ist. Für das Schraubenschlüsselsymbol gehen wir am besten einmal raus. Wenn ich den Druck halten will, also quasi automatisch soll er den Druck halten, da gehe ich über die Menütaste. So, jetzt ist der Autodruck aus, angezeigt durch das kleine Kreuz. Wenn ich jetzt die F1-Taste anwähle, habe ich hier den kleinen grünen Haken. Und man sieht dann hier das kleine Dreieck. Bedeutet, die Pumpe versucht jetzt selbstständig den Druck von 2,2 Bar zu halten. So, will ich die Funktion ausstellen, gehe ich einfach wieder hin, drücke F3, dann halt hier auf die 1. Mit der Pfeiltaste wieder zurück und jetzt kann ich sehen, ist das kleine Kästchen aus und jetzt müsste ich manuell regeln. Okay, sollte ich jetzt das Pumpensymbol hier anwählen, dann komme ich in den Kalkulator, so nenne ich ihn mal. Hier kann ich sehen, wie viel Liter Wasser ich über welche Strecke fördern kann. Jetzt kann ich hier gewisse Betriebsparameter ändern. So, hier habe ich jetzt einmal H1. H1 ist vom Pumpenmodul Mitte bis Wasseroberfläche. Hier wird mir halt nochmal angezeigt, was für Laufrad ich eingebaut habe. Hier kann ich eingeben, wie viel Liter Wasser ich haben will. Ich ändere jetzt einfach mal hier den Wert und man kann hier sehen, die Strecke ändert sich auch. So, bestätigt halt, wenn man mit OK. Höhe 2, das ist, wenn ich irgendwo einen Berg hoch will, also von Pumpenmodul Mitte. Sag ich mal, ich habe dann 10 Meter Steigung, dann kann ich das hier einstellen. Jetzt habe ich halt diese 10 Meter Steigung schon, aber hier kann ich halt auch einfach hingehen, wieder den Wert ändern. Wenn ich jetzt 20 Meter eingeben sollte, wieder mit OK bestätige, kann man auch wieder sehen, hat sich die Strecke wieder verändert hier. Hier unten kann ich einmal einstellen Süßwasser oder halt Salzwasser. Ja, wir haben Süßwasser, lasse ich Süßwasser eingestellt. Dann wird mir hier einmal angezeigt, einmal bedeutet Einfachleitung. Ich kann hier auch eine Doppelleitung vorlegen, dann kann ich dem System da sagen, wieder einmal anwählen, also anwählen, hier wieder überall, wo das Symbol angezeigt wird, da drücken. Dann drücke ich jetzt einen Schlauch mehr. Hier hat man gesehen, die Strecke hat sich wieder verlängert bei einer Doppelleitung. Okay, anwählen, fertig. Stelle ich das mal wieder auf Einfachleitung, wieder okay. Dann habe ich hier oben einmal eine 6 Zoll stehen.
6 Zoll heißt F-Leitung, weil wir haben, die F-Leitung ist 6 Zoll, 150 mm Durchmesser. Das bleibt halt. Hier oben ist jetzt der Druck, den ich an der Einsatzstelle haben will, am Verteiler oder halt am Strahlrohr, wenn ich direkt einen Monitor einspeise. Da kann ich dann hier nochmal den Druck berücksichtigen. Auch wieder zu ändern, anwählen. Man sieht, je mehr Druck ich hier haben will, desto weniger wird die Strecke. Ja, und wenn man halt hier seine ganzen Parameter eingegeben hat, kann man halt ungefähr gucken, wie viel Wasser ich über welche Strecke, wie viel Liter Wasser ich über welche Strecke fördern kann. Der Kalkulator ist auch ziemlich genau. Wir hatten das jetzt mal ausgetestet, mal gewisse Parameter eingegeben und ja, passte. Ziemlich genau. Okay, jetzt kommen wir mal zum Laufrad. Ich kann ja Laufrad tauschen. Einmal halt das Normaldrucklaufrad und das Lenzlaufrad. Man sagt ja beim Normaldrucklaufrad bis 4000 Liter und Lenzlaufrad über 4000 Liter. Da hat es dann so eine grobe Richtung. Und wenn ich das tausche, muss ich das dem Computer sagen. Dann habe ich hier einmal das Symbol. Dann drücke ich hier rechts wieder dran. Dann drücke ich hier rechts. Dann kommt hier Menü. HFS 3000, angezeigt durch eine Zacke oben, ist das Normaldrucklaufrad. Möchte ich das jetzt ändern, drücke ich einmal nach unten. Man sieht, das Symbol ändert sich. Und das ist das HFS 3000 High Flow. Dann gibt es hier noch Super High Flow. Und das haben wir nicht. Und einmal dreimal Float Pump. Da steht hier oben eine 3. Und das ist das Hochwassersystem mit den 3 einzelnen Pumpen. So, aktuell haben wir das HFS 3000 eingebaut, also bleibt das auch so. Okay, da die Pumpe jetzt nicht läuft, konnte man relativ wenig im Display sehen. Deswegen zeige ich euch jetzt einmal die Übersicht so. Ich fange unten einmal bei 1 an. Da haben wir einmal das AdBlue-Symbol. Normalerweise ist das weiß. Aber wir haben halt in der Übersicht, ist es halt immer so, alles was weiß ist, ist kein Alarm, alles ist in Ordnung. Gelb, da gibt es einen Voralarm. Und bei Rot ist halt ein Stoppalarm. Darauf komme ich später nochmal. Okay, auf jeden Fall unten 1 ist AdBlue. Dann haben wir darüber die 2, das ist der ganz normale Kraftstoff, also Diesel. Oben die 3, da kann man sehen, dass das Pumpmodul an der Fremdanspeisung angeschlossen ist. Oben die 4, da kann man die Motordrehzahl erkennen. Jetzt kommen wir zu Nummer 5. Da wird halt angezeigt, wenn der AdBlue-Tank leer ist. Unten ist halt die Restlaufzeit von maximal 120 Stunden angegeben. Das bedeutet, dass ich halt trotz leeren AdBlue-Tank die Pumpe noch weiter betreiben kann. An Position 5 kann noch ein weiteres AdBlue-Symbol angezeigt werden. Das wird mir in Orange angezeigt und bedeutet, dass gerade das AdBlue-Programm abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass gewisse Leitungen, in denen sich AdBlue befindet, freigeblasen werden, damit es nach längerer Standzeit zu keinen Verkrustungen in den Leitungen kommt. Solange das aufleuchtet, darf man auf keinen Fall den Batterietrennschalter betätigen, damit auch alle Leitungen in Ruhe freigeblasen werden können. Die Nummer 6 ist der Eingangsdruck von der Pumpe. Wenn ich die Pumpe als Verstärkerpumpe einsetzen sollte, kann ich den Eingangsdruck da ablesen. Der Eingangsdruck der Pumpe muss mindestens 2 bar sein. Die Nummer 7 bedeutet, dass die Winde und die Rolle für die Hydraulikleitung freigegeben ist, also ich die benutzen kann. Die Nummer 8 zeigt mir das Symbol von dem Laufrad an, welches gerade verbaut ist. Die Nummer 9 ist der Pumpenausgangsdruck, also ist der Ausgangsdruck von der Pumpe. Bei der Nummer 10 steht in Gelb einmal der berechnete Volumenstrom und da unten runter in Weiß steht einmal der gemessene Volumenstrom. Ja, eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, sollte ich den Motor starten und die Pumpe ist noch nicht im Wasser, darf ich auf gar keinen Fall die Motordrehzahl erhöhen. Ja, das hat was damit zu tun, die Pumpenwelle von der Pumpe wird durch eine Kohlenstoffdichtung abgedichtet.
Wenn ich jetzt hingehen sollte, die Pumpe ist noch nicht im Wasser und erhöhe hier die Drehzahl, dreht sich das Laufrad im Trockenen und dadurch zerstöre ich die Kohlenstoffdichtung. Und das ist natürlich absolut zu vermeiden. Also, Motor, wenn ich den anmache und die Pumpe ist noch nicht im Wasser, auf keinen Fall die Motorzahl erhöhen. Ja, wenn die Einsatzstelle jetzt beendet ist, muss ich erstmal den Motor noch eine Viertelstunde lang im Stand laufen lassen. Und dann kann ich halt anschließend hingehen, den Schalter halt auf Null drehen, dann geht der Motor aus. Da sieht man jetzt das orangene AdBlue-Symbol. Das bedeutet, das AdBlue-Programm wird abgeschlossen. Und nach einer gewissen Zeit fällt das Display auch ab. Also jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt hingehe und den ausstelle, das ist normal, dass das Display anbleibt. Nach ein paar Minuten geht es halt von alleine wieder aus. Jetzt kommen wir zum Schluss. Das Video ist länger geworden, als ich gedacht hatte. Ich habe es schon versucht, relativ komprimiert alles zu erklären. Ich hoffe auch, ich habe nichts vergessen. Lest euch auf jeden Fall auch mal die Bedienungsanleitung durch. Da stehen halt noch andere Punkte, ein bisschen genauer alles erklärt. Nur wird einfach den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alles aus der Bedienungsanleitung eins zu eins erklären würde. Sollte ich irgendwas vergessen haben oder irgendetwas falsch erklärt haben oder ist noch etwas unklar, schreibt bei mir unten in die Kommentare. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.